Die jetzige Folge enthält Informationen, die vielleicht schwer zu akzeptieren sind. Wir werden auf die Infiltration beider Religionen, der christlichen und islamischen Religion, eingehen. Beachtet bitte, dass unsere Intention die ist, dass wir versuchen wollen, die Originalbotschaft dieser Religionen zu entdecken und sie von den Menschen, die es kontrollieren, trennen wollen. Wir bitten euch, eine offene Sichtweise zu behalten und geduldig zu sein bis zum Schluss, ohne auf voreilige Schlussfolgerungen zu ziehen. Kennst du die Geschichte von Horus? Das ist Horus. Er ist der Sonnengott Ägyptens um etwa 3000 vor Christus. Er ist die personifizierte Sonne und sein Leben eine Reihe allegorischer Mythen, die sich auf den Verlauf der Sonne am Himmel beziehen. Deutlich ausgedrückt ist die Geschichte Horus wie folgt. Horus wurde am 25. Dezember geboren von der Jungfrau Isis. Seine Geburt wurde von einem Stern im Osten begleitet, welchem seinerseits drei Könige folgten, um den neugeborenen Retter zu finden und zu beschenken. Mit 12 Jahren war er ein freigebiger Lehrer. Mit 30 Jahren wurde er getauft von einer Figur namens Anubis und begann so sein geistliches Amt. Horus hatte 12 Jünger, mit welchen er umherreiste und Wunder vollbrachte, wie etwa Kranke zu heilen oder auf dem Wasser zu laufen. Horus hatte viele Namen, wie etwa die Wahrheit, das Licht, Gottes gesalbter Sohn, der gute Hirte, das Lamm Gottes und viele andere mehr. Nachdem er von Typhon verraten wurde, wurde Horus gekreuzigt, für 3 Tage begraben und ist dann wieder auferstanden. Wartet mal, diese Geschichte kommt ein bisschen bekannt vor. Jesus Christus wurde von der Jungfrau Maria am 25. Dezember in Bethlehem geboren. Seine Geburt wurde von einem Stern im Osten angekündigt, welchem 3 Könige oder Weise folgten, um den neugeborenen Retter zu finden und zu beschenken. Er war in Lehre mit 12 und mit 30 wurde er von Johannes dem Täufer getauft und begann damit sein geistliches Amt. Jesus hatte 12 Jünger, mit denen er umherreiste und Wunder vollbrachte, wie Kranke heilen, übers Wasser gehen, Tote wiederzubeleben. Er war außerdem bekannt als der König der Könige, der Sohn Gottes, das Licht der Welt, das Alpha und Omega, das Lamm Gottes und viele andere mehr. Nachdem er von seinem Jünger Judas für 30 Stücke Silber verraten wurde, wurde er gekreuzigt, in ein Grab gelegt und nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden und wurde in den Himmel gesandt. Als erstes, der Geburtsvorgang ist komplett astrologischen Ursprungs. Der Stern im Osten ist Sirius, der hellste Stern am Nachthimmel, welcher am 24. Dezember zusammen mit den 3 hellsten Sternen des Gürtels des Orion eine Linie bildet. Diese 3 Sterne werden noch heute so genannt, wie sie in der Antike genannt wurden. Die 3 Könige. Und die 3 Könige zusammen mit dem hellsten Stern am Nachthimmel Sirius zeigen auf den Punkt des Sonnenaufgangs am 25. Dezember. Deshalb folgen die 3 Könige dem Stern im Osten, um den Ort des Sonnenaufgangs zu finden. Die Geburt der Sonne. Heißt das, dass Jesus ein Mythos ist, genauso wie Horus? Die Wahrheit ist natürlich versteckt worden. Der hier dargestellte Auszug wurde von dem Film Zeitgeist entnommen, während Macher, die ja die Wahrheit aufdecken, doch zu dem Entschluss kommen, dass Jesus und die meisten religiösen Figuren nichts als Mythen sind und damit genau in die Hände derer Leute fallen, die diese Mythen doch in erster Linie aufgebaut haben. Das ist eines von vielen Fehlern von Zeitgeist. Jesus, Friede sei mit ihm, war in echt ein lebender Prophet, der die Botschaft des einen Gottes verkündete. Wieso aber wurde diese Geschichte erfunden? Wieso haben sie die Geschichte von Jesus auf Horus basiert? So dunkel sind die Täuschungen von Menschen. Was wissen wir sonst noch von Horus? Nachdem Horus, Vater Osiris, von seinem Bruder Set ermordet wurde, kämpfte Horus mit Set um den Thron von Ägypten. Dieser Kampf resultierte in der Verletzung des Auges von Horus. Mit einem Auge gewann Horus den Kampf und wurde der einäugige Sonnengott. Er wurde danach mit Ra vereinigt und wurde somit zu Ra-Horakhti, der Herrscher Ägyptens. Ra-Horakhti wurde als der eine Gott der Ägypter interpretiert und alle anderen Götter waren nur verschiedene Aspekte von diesem einen Gott. Und der einäugige Sonnengott wurde bezeichnet als Sohn Gottes, Licht der Welt und das Lineal von allem. Hat die Kirche ihre Anhänger getäuscht, um sie indirekt zur Anbetung des einäugigen Sonnengottes zu leiten? Gibt es eine weltweite Verschwörung, die versucht, die Welt zu manipulieren, damit sie den einäugigen Dajjal als echten Messias akzeptiert? Mit Gewissheit war das der Plan von Anfang an.
Muslimen wird beigebracht, dass eine der schwierigsten Aufgaben es sein wird, der Täuschung des Antichristen Dajjal zu entkommen. Wie wissen die also, welcher Messias der wahrhaftige Messias ist? Wenn die Geschichte von Jesus eine Fälschung ist, wie werden wir dann den wahren Jesus Messias erkennen? Die wahre Geschichte von Jesus, dem Sohn Marias. Eines Tages kam Gottes Erzengel Gabriel vor Maria und sagte ihr, dass es Gottes Wille ist, sie zur Mutter eines großen Propheten zu machen. Angst überkam ihr beim Anblick des Engels und sie fragte, wie sie einen Sohn gebären könne, wenn kein Mann sie berührt habe. Gabriel sagte zu ihr, sie brauche nicht verängstigt zu sein und in Gott zu vertrauen, dem Schöpfer aller Dinge. Die Ankunft Jesus war schon vorhergesagt als ein Zeichen für die Menschheit und eine Gnade Gottes. Als solches atmete Gabriel in ihr einen Teil von Gottes Geist, wie bei allen, die empfangen. Und dann ging er. Gabriel kam nicht wieder bis zu dem Tag der Geburt Jesus. Während Mitte August hatte Maria ihr Haus verlassen und machte sich auf in die Wüste, wo sie Jesus gebar. Unter einem Palmenbaum, unter der sie sich ausruhte, kamen die Wehen. Da erschien Gabriel wieder. Er gab ihr Trost, er sagte ihr, sie soll den Palmenbaum schütteln, sodass reife Datteln für sie fallen würden. Er zeigte ihr eine Quelle, die Gott neben ihrer Seite erschuf, damit sie Wasser trinken könne. Unser geliebter Isa, Jesus, Friede auf ihm, wurde geboren. Gabriel informierte sie, denen, denen sie begegnen würde, zu sagen, wahrlich, ich habe dem Allerbarmer ein Gelöbnis zum Fasten abgegeben, so soll ich nicht zu den Menschen an diesem Tag sprechen. Er sagte ihr, den Menschen nichts über das Baby zu erzählen, stattdessen nur auf das Baby zu deuten, der an ihrer Stelle sprechen wird. Als sie heimkam, hatten sich Menge an Menschen versammelt. Die Rabbis fragten sie, sie sagten, O Maria, du hast etwas Seltsames getan. Dein Vater war kein Bösewicht, noch war deine Mutter ein unkeusches Weib. Als sie sofort fuhren, sie der Unzucht zu bezichtigen, deutete sie auf das Baby. Lachend sagten sie, wie sollen wir mit einem Kind auf der Wiege sprechen? Und dann sprach der kaum mehrere Stunden junge Jesus, Friede auf ihm. Ich bin ein Diener Allahs. Er hat mir das Buch gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Er segnete mich, wo ich auch sein mag, und er befahl mir das Gebet und Almosen, solange ich lebe. Und er machte mich ehrfürchtig gegenüber meiner Mutter. Er hat mich nicht arrogant elend gemacht. Friede war über mir am Tage, da ich geboren war. Und Friede wird über mir sein am Tage, da ich sterben werde. Und am Tage, da ich wieder zum Leben erweckt werde. Die Engel sprachen, O Maria, Allah gibt dir frohe Kunde durch ein Wort von ihm. Sein Name soll sein der Messias Jesus, Sohn Marias, geehrt in dieser und in jener Welt, einer der Gottnahen. Und er wird zu den Menschen in der Wiege reden und im Mannesalter und der Rechtschaffenen einer sein. Sie sprach, mein Herr, wie soll mir ein Sohn werden, wo mich doch kein Mann berührt hat? Er sprach, so ist Allahs Weg, er schafft, was ihm gefällt. Wenn er ein Ding beschließt, so spricht er zu ihm, sei und es ist.